Das Schloss Jegenstorf ist die Berner Barockperle. Sie ist in eine wunderschöne Parkanlage eingebettet und die ist ganzjährig geöffnet. Es hat einen großen Karpfenteich, eine Apfelbaumplantage, es hat eine Orangerie, ein Schlosscafé. Das Schlosscafé befindet sich im ehemaligen Waschhaus. Wenn man Schloss Jegenstorf betritt, man kommt durch den Haupteingang hindurch, geradeaus in den großen Salon, flankiert vom blauen Salon und vom roten Salon. Man hat diesen Wow-Effekt. Man hat das Gefühl, man sei in einer anderen Welt, vielleicht gar nicht in Bern, vielleicht in Frankreich. Der ganze Glanz, dieser barocke Prunk, der beeindruckt, einfach fasziniert. My first impression is that it's typical Swiss. You know why? Because it's perfectly manicured here. Gardens are beautiful, it's quiet, it's green, the trees are massively big here. In den Ursprüngen ist Schloss Jegenstorf eine mittelalterliche Burg. Nach den Herren zu Jegenstorf haben hier verschiedene Besitzer gelebt. Bei jedem Besitzerwechsel haben auch Umbauten stattgefunden. Die größte Umänderung fand 1720 statt durch Albrecht Friedrich von Erlach. Der hat hier das Schloss umgebaut zu einer Sommerresidenz. Wir wissen von ihm, dass er weit herumgekommen ist in Europa. Er war auch in Versailles, hat diese Eindrücke en miniature, à la Bernoise, hier umgesetzt. Wir haben Edelmobiliar aus der Werkstatt Funk. Wir haben die größte Sammlung an Kachelöfen aus der ganzen Schweiz. Wir haben die größte Sammlung an bernischen Porträts hier im Schloss. Schloss Jegenstorf hatte aber auch in musealer Zeit noch ganz wichtige Bewohner hier. General Guisson hatte hier seinen Kommandoposten im ausgehenden Zweiten Weltkrieg. Im Schloss Jegenstorf hat ein Kaiser residiert für 4 Tage. Es war Kaiser Haile Selassie aus Äthiopien. Ich finde auch sehr schön, dass das Schloss so lebt und für die Bevölkerung da ist, dass es so anlässig ist. Wir wollen heute im Schloss Jegenstorf zeigen, wie hat man hier gelebt. Und dieses Lebensgefühl, das wollen wir auch ein bisschen rüberbringen. Wir veranstalten zahlreiche Führungen, Lesungen, Erlebnisführungen, also szenische Rundgänge mit Schauspielern. Wir wollen uns an ein breites Zielpublikum richten. Vor allem auch die junge Generation ist uns wichtig. Kinder haben hier verschiedene Möglichkeiten, sich hier zu amüsieren. Wir haben einen Erlebnisrundgang für Kinder, eine Schlosszeitreise. Da können sie anhand verschiedenen Stationen im ganzen Schloss verschiedene Koffer mit spannenden Inhalten entdecken. Im Schloss Jegenstorf verbergen sich zahlreiche Trouvaillen, Geschichten, Kostbarkeiten und Schätze, die hier am Originalschauplatz entdeckt und erlebt werden können.